Wir müssen wieder nach Medlock. Über verschlungene Straßen geht es zum Kreitstremwe Village, wo wir vor 24 Jahren schon einmal waren. Meine Erinnerungen sind sehr schwach. Es wird angezeigt, dass 4 Straßenbahnen heute fahren. Eine aus Glasgow aus 1922, eine aus London aus 1902, eine aus Liverpool aus 1936 und eine aus Berlin von 1969. Ich konnte nicht klären, wie man die Bahnen auf den engen Straßen hat hertransportiert. Die grüne Liverpooler ist ein Fahrschulwagen. Die Glasgow Tram trifft ein. Mit der Berliner Straßenbahn kann man auch Personen mit eingeschränktem Bewegungsapparat transportieren. Auf dem Christchurch steht der Memorial Tower von 1923. Die Strecke ist 1,37 Kilometer lang. Hier geht's nicht weiter. Los!
little bit full, what do you think? Well, you come down then. Yeah, I bet Thank you very much, ladies and gents. If you can now stand up, turn the back of your seats over and sit. Thank you.
Auch hier gibt es einen Token. Ich habe keinen Begriff gefunden, wie man eine einspurige Strecke mit zwei Gleisen nennen könnte. Auf Wikipedia steht Interlaced Section, was verschlungen heißt. Dieses ist die Werkstatt, wo Bahnen aufgearbeitet und überholt werden. Um die 75 Fahrzeuge werden in den Schuppen ausgestellt, von denen viele fahrfähig sind.
Diese Bahn stammt von 1881. Es war ein interessanter und sehenswerter Ausflug nach Kreitsch.